Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Premiere-Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr so einen Vorher-Nachher-Vergleich von euren unbearbeiteten zum Vergleich zum bearbeiteten Videomaterial erstellen könnt. Und das geht in Premiere ganz einfach. Zuallererst müssen wir das unbearbeitete Video auf unsere Timeline ziehen und dann auch noch das bearbeitete Video ebenfalls auf die Timeline, aber hier auf eine Spur weiter oben. Ganz oben das bearbeitete Material, eine Ebene unten drunter sozusagen das unbearbeitete Material. Und nun können wir hier in die Effekte reingehen, beziehungsweise oben auf Fenster, Effekte, uns hier dieses Effektmenü herholen und hier suchen wir einfach nach Wischen, im Englischen Wipe. Und hier haben wir einmal Wischen und auch wiederum den Effekt, der auch Wischen heißt. Den mit Drag and Drop auf unser Nachher Video draufziehen und zwar hier ganz an den Anfang. Ich lasse einmal los und schon habe ich hier meinen Wischen-Effekt auf mein Nachher-Video angewendet. Jetzt kann ich noch Folgendes machen. Ich gehe hier mal ein bisschen rein. Jetzt kann ich mein Video hier vorne anpacken und einfach verkürzen sozusagen, dass ich eine gewisse Zeit mein Vorher-Video habe. Und dann kommt hier plötzlich mein Nachher-Video rein. Was ich auch machen kann, wenn ich hier einmal auf meinen Effekt draufklicke, kann ich hier hinten dran die Dauer verkürzen oder verlängern. Standardmäßig haben wir eine Sekunde. Ich kann hier zum Beispiel auf 2 Sekunden das Ganze verlängern und dann läuft mein Effekt entsprechend weniger schnell ab, langsamer ab. Und was ich auch machen kann, wenn ich hier draufklicke, und ich gehe hier in die Effekteinstellungen rein, beziehungsweise hier oben auf Fenster Effekteinstellungen. Dann kann ich hier auch beispielsweise die Dauer einstellen oder ich kann einen Rahmen erstellen, sozusagen so einen Strich zwischen dem Vorher und Nachher. Und ich kann auch hier die Position sozusagen einstellen. Standardmäßig läuft das Ganze hier von links nach rechts ab. So, ich kann aber auch mal einmal den Effekt anwählen, das Ganze zum Beispiel von links unten nach rechts oben ablaufen lassen, was man auch immer mal wieder sieht. Ja, ihr seht ganz einfach hier mit einem Effekt macht man das Ganze. Wir haben hier einen schönen Vergleich zwischen unseren vorher unbearbeiteten Footage und unserem Endergebnis. So einfach geht's und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschüss.